Ja, Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen Video mal wieder von mir. Ja, Freunde, vorab erstmal dickes, dickes Sorry, dass jetzt 2 oder 3 Wochen jetzt keine Videos mehr gekommen sind. Ich ärgere mich viel mehr, als ihr es tut, dass es keine Videos hochgeladen worden sind. Vielleicht hat der ein oder andere das mitbekommen. Ich hatte ein Virus auf meinem Rechner und musste alles nochmal neu formatieren, alles, alle Dateien nochmal sichern. Ich hatte noch davor 2 Videos ja vorbereitet. Das ist ja eigentlich die Saisonprognose, die eigentlich schon vor 2 Wochen kommen sollte. Da ich aber noch ein bisschen am Thumbnail noch arbeiten musste. Und ja, deshalb bin ich jetzt auch gerade hier dabei, an diesem Video noch am Arbeiten. Und deshalb gibt es jetzt heute von mir das Review zum heutigen Spiel SC Freiburg gegen den ersten FC Köln, Freunde. Ja, wir haben 1-1 gespielt. Müssen wir leider jetzt so hinnehmen, aber es gibt halt ein paar Punkte, die ich bereden möchte und die sind einfach. Ja. Wie dem auch sei. Also, sollen wir anfangen? Also, die erste Halbzeit, muss ich sagen, war extrem gut. Fand auf jeden Fall sehr gut. Da haben wir wirklich so gut, es geht nach vorn gespielt. Und mit der Aufstellung war ich nicht zu 100% zufrieden, aber die war okay. Und ja, auf jeden Fall fand ich die Läufe auch in den Außen und in der Zentrale auch sehr gut, dass halt immer wieder diese Flanken reingebracht werden. Und Stichwort Flanke, Benno Schmitz hat wieder seine nächste Vorlage und dieses Tor von Modest war einfach wieder so geil. Das hatte so ein bisschen Bayern-Vibes, obwohl wir auch in Bayern verloren haben. Hat sich schon ein bisschen Bayern-Vibes gehabt, aber dennoch sehr stark gemacht. Ja, in der Situation, nachdem wir ja in Führung gegangen sind, haben wir noch eigentlich ein paar Chancen gehabt. Nee, vor der Führung hätte Sebastian Andersen noch ein Tor schießen können. Aber irgendwie ist der Ball an seinen Schienbein reingekommen. Keine Ahnung wieso. Anscheinend ist er ja auch zu lang, aber egal. Ja, das hat mich auch geärgert. Und ja, auf jeden Fall das dazu. Und ja, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Und zwar war das die reinste Katastrophe. Da haben wir wirklich alles durchgehen lassen, was nur ging. Danach haben wir ja gelb-rot bekommen. Waren nur mit 10 Mann auf dem Platz. Weiß auch nicht, was Kainz sich da erlaubt hat. Hat ja auch fast so gespielt wie Flasche leer. Nein, Spaß. Und ja, das ist halt ärgerlich. Und ich muss sagen, das war wirklich schon komisch, die zweite Halbzeit, obwohl wir eigentlich hätten da weitermachen müssen, wo wir aufgehört haben. Und keine Ahnung, wer da wieder eingewechselt worden ist. Ob das dieser Obus oder Ostrak war, keine Ahnung. Lampalle wurde ja auch eingewechselt, aber ich fand es irgendwie war zu früh. Auch wenn die ja gute Leistung gebracht haben gegen Bochum. Und ja, auf jeden Fall kann ich eigentlich nicht so hinnehmen, aber ist der ja dennoch jetzt passiert. Auf jeden Fall muss man jetzt von dem Fehler lernen. Ich meine, reden wir mal Tachles. Das 1-1 hätte im Leben nicht sein müssen. Bevor dieses 1-1 überhaupt. Ja, jetzt hatte ich leider so einen kleinen Cut dazwischen. Ja. Bevor wir das 1-1 kassiert haben, ich gebe noch nicht mal Zichos die Schuld dafür, dass er dieses Eigentor gemacht hat. Das Problem daran ist, wir hatten davor, vor dieser Situation, also diesen Spielzug von Freiburg, hatten wir 2 Chancen gehabt, das 2-0 zu machen. Hätte mindestens 3-4-1 heute sein können. Mit Andersens Chance natürlich. Und da die Situation, wo Kainz den Ball wieder erobert hat, war da ja eine Lücke zwischen den beiden Innenverteidigern. Er hätte einfach in der Lücke reinspielen sollen, weil da war ja der nächste Spieler frei gewesen. Er hätte einfach nur durch diese Lücke spielen müssen. Scheißegal, wie lang die sind. Die Innenverteidiger, die hätten die im Leben nicht bekommen, wenn er gezielt in die Mitte
gepasst hätte. Hätte der Stürmer den ganz einfach gehabt und hätte einfach nur draufziehen müssen, dann wäre der hundertprozentig drin. Aber nein, es wird gezögert. Es ist ein Todesurteil, dass man zögert im 16er. Ja, und dann wirst du halt bestraft, ne? Dann wirst du halt bestraft und kriegst das 1-1. Und dann kriegt man halt wieder die Krawatte so. Dann fragt man sich, woran liegt es, dass man die ganze linke Außenbahn so frei lässt und halt nicht aggressiv den Mann angreift. So, wisst ihr, was ich meine? Wie dem auch sei, ist das ja jetzt auch passiert. Kann man jetzt nicht ändern. Und daraus müssen wir jetzt wieder lernen. Härter trainieren. Und ja, Freiburg war ja auch kein leichtes Pflaster. Und da müssen wir halt die nächsten Spiele halt noch härter dran arbeiten. Nächste Woche ist Leipzig dran. Und da müssen wir auch wieder alles geben und gucken. Aktuell spielen die ja gerade gegen Bayern. Ich habe gar nicht ge gerade geguckt, wie viel es steht, aber ist ja auch jetzt nicht wichtig. Und ja, auf jeden Fall hat es mich auch noch gewundert, dass Salih Özcan von Anfang an gespielt hat. Obwohl er ja ein paar gute Züge machen konnte, aber jetzt nicht das Gelbe vom Ei war. Und Modest und Anderson waren ja von Anfang an dabei. Und Uth war auf der hängenden Spitze oder 10, keine Ahnung. Wer es besser weiß, kann es ja sagen, aber ja, hat ja hinter den beiden Spitzen gespielt. Und ja, irgendwie sah mir das nach einer Raute aus, aber dann ist immer wieder keins auf die linken Außenbahn gezogen und dann ist dann die Tiefe durchgelaufen. Und ja, der hat halt sein Bestes gegeben, wie auch in den letzten Spielen, aber jetzt müssen wir halt auf den sauren Apfel beißen und auf ihn verzichten gegen Leipzig. Am besten wäre es, wenn man den Uth da spielen lässt, weil das der einzige Mann ist, der die Außenbahn auch vernünftig ausspielen kann. Und ja, dort müssen wir weitermachen. Ist ja jetzt passiert der Punkt. Wir haben ja zumindest jetzt noch jetzt einen Punkt erkämpft. Aber man hat gesehen, wir hätten eigentlich auch die 3 Punkte mitnehmen können. Was halt mich ein bisschen jetzt triggert, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, ja, ich kann jetzt noch weiter motzen und meckern, aber das ändert sich jetzt nichts dabei. Und ja, müssen wir mal schauen, wie jetzt das nächste Spiel jetzt sein wird. Dennoch ein Punkt, jetzt haben wir 7. Und so müssen wir jetzt weitermachen. Es sind noch 2 Monate. 3 Monate bis zur Winterpause und noch genügend Spiele, Freunde. Deshalb mal schauen, wie wir jetzt weitermachen. Und wer jetzt wirklich auch so dauerhaft jetzt mithalten kann, das wird sich jetzt zeigen, wenn jetzt die nächsten Spiele jetzt auch kommen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, Freunde. Das war's von mir. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, kannst du mir ja gerne nochmal sagen. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video, Freunde. Ich bin gerade dran. Es ist gerade alles wieder neu installiert worden. Macht euch keine Sorgen. Ich bin noch da. Ich hoffe, ihr seid es auch noch. Und ja, bald ist FIFA 22 da, Freunde. Keine Sorge, es werden Streams wieder kommen. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur FC-Talks machen werde. Das sind ja jetzt nur am Rande diese Videos, die ja jetzt hier entstehen, da ich sehr gerne die Spiele gucke, auch wenn mir manchmal der Magen verdreht wird. Aber ja, auf jeden Fall nur damit ihr Bescheid wisst. Freunde, das war's. Ich bin draußen. Macht's gut und ciao.